So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K15, meine Karriere mit Tim Wiesem. Ja, 9 Stunden Spielzeit haben wir hier mit diesem Speicherpunkt und ich muss erstmal sehen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Kleine neue Aufnahmesession. Ihr kennt es ja immer, wenn ich ein neues T-Shirt trage, dazu übrigens das Franz-Zock-Shirt, das könnt ihr kaufen, wenn ihr wollt. Das ist immer bei den World of Wrestling Games Ausgaben verlinkt. Ich hatte auch eigentlich mal vor gehabt, ordentliche Designs auch rauszubringen, also mehrere Designs und nicht nur das eine. Bin aber irgendwie nicht dazu gekommen. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an so etwas Bedarf hättet. Also Franz zockt Merchandise. Würdet ihr sowas kaufen? Würdet ihr sowas tragen? Wollt ihr euch damit raustrauen in der Schule? Würde mich interessieren, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Achso, wir hatten Randy Orton besiegt, ich erinnere mich, und zuvor gegen CM Punk verloren. Okay, TP können wir uns auch noch ein bisschen aufsparen. Und dann kommt jetzt noch SummerSlam, also ein Match bis zum SummerSlam. Und dann ist Night of Champions und dann ist ja wieder unser Pay-Per-View oder wieder ein Pay-Per-View-Auftritt. Ich hoffe, dass dann wir mal ordentlich Stories bekommen. Wenn ich dann ein paar Leute abonniert habe auf YouTube, die das auch spielen oder die meine Karriere auch Let's Playen, vor allen Dingen US-amerikanische, dann sehe ich, dass sie schon voll weit sind und dann auch, also ich sehe ja immer die Thumbnails und dass dann noch ordentliche Cutscenes kommen und so weiter. Und auf das warte ich ja aktuell noch. Zuerst haben wir erstmal noch ein paar Vorbereitungs- bzw. Tune-Up-Matches und es geht auch so weiter. Wir machen ein Match gegen Rey Mysterio. Ein allgemeiner Publikumsliebling, wenn man so möchte. Ich bin etwas motivierter als beim letzten Mal, muss ich sagen. Heute nicht ganz so müde wie bei der gestrigen Aufnahmesession. Heute ist der 3.12.2014 bei mir. Ihr seht diese Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht, am Samstag. Es müsste Nikolaus sein, ja. Alles Gute zum Nikolaus. Nein, ja, frohe Weihnachten, frohe Nikolaus, wie auch immer man den Mist bezeichnen möchte. Also wäre doch mal cool, wenn wir jetzt hier den 619 klauen würden, ne? Man müsste jetzt mal nachgucken, wie die Vorwahl ist von Bergisch Gladbach. Da ist ja Tim Wiese geboren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da auch aufgewachsen ist. Oder wir können auch Bremen nehmen, keine Ahnung. Und dann nennen wir so den Move. Bin mir leider nicht ganz im Klaren darüber, wie die Vorwahl ist. Von daher verzeiht mir das. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie man den Move dann mit Tim Wiese nennen würde. Oder was ihr für einen anderen Vorschlag habt, wenn Tim Wiese in 619 machen würde. Tiger Fiend Kick. Finte Kick. So, hopp. 619 natürlich die Vorwahl von San Diego, der Heimatstadt. Oder, ja, müsste die Heimatstadt sein von Rey Mysterio. So. Bisschen hin und her spacken. Das kriegen wir alles schon hin, Freunde, ne? Das kriegen wir alles schon hin. So. Aber. Ne, gibt's gar nicht. Ja, gar nicht eingespielt, aber das wird schon alles klappen. Da habe ich vollstes Vertrauen in mich selber, ne? So, in mich selbst. So. Come on. Nee, hast gedacht, was? Rey Mysterio. So, ein paar haben auch nochmal gefragt, die wegen Blut anschalten. Aber ich sag's nochmal, das kann man in meinem Karrieremodus nicht realisieren. Es ist nicht machbar. Es geht einfach nicht. Die Option ist einfach standardmäßig aus hier. Ihr seht, ich kann hier nichts einstellen. Wenn ich Blut einstelle oder in den globalen Einstellungen auf anmache, dann hat das hier keine Auswirkungen. Normalerweise habe ich das auch auf an. Das könnt ihr, weiß ich nicht, wann sehen. Keine Ahnung. So, down. Und wir gehen mal aufs Top, Bro. And he falls hard. Wir können auch mal runterfallen. Und das sehr hart mit dem Diving Setup Splash. Und da sind wir eher. Womit sind wir auf ihm gelandet? Ja, mit dem Oberschenkel, ne? Kann man so beschreiben. So, einmal bitte direkt hier rausnehmen. Ist der Headlock? Nein. Ist der Headlock? Nein. Reverse DDT hätte ich gedacht. Ach, das war dann doch nicht der Fall. Wir können jetzt erstmal ihn in die Seile whippen. Ach nee, doch nicht verarscht. Side Slam. Jetzt haben wir gleich den Signature Move. Und einer hat mir einen schönen Vorschlag geschrieben. Für das altbekannte Lied hier. Ich müsste gleich nochmal nachgucken, wie genau er den formuliert hat, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Komm, machen wir das mal eben. Das dauert einen Moment, Freunde. Aber ihr wisst, was ich meine, und zwar hier und alles nur, weil ich Tim Wiese. So, so, wartet. Lass mal gucken. Nee. Und alles nur, so, hier war der Kommentar, glaube ich. Na, komm, Searching Thunderbird. So, mal gucken, Date. Haben wir das hier was? Ja, was soll das denn jetzt hier? Ich möchte gerne
Bisschen doof, habe ich mich darum nicht vorbereitet. Hier. Nee, doch nicht. Scheiße. Alles ohne Programmierkenntnisse. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich weiß nur noch das eine Wort. Das Ganze. Hier! So, da haben wir es. Warte, und zwar vom... Das muss ich bloß noch finden hier. Oh Gott! Vom User Super Rotor Shanks. Und er sagt hier also, und da list nur, weil ich Tim Wiese und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Wiese ist und mähe euch alle um. Schön. Danke für diesen geistreichen Kommentar. Hat mich sehr gefreut. Hab ich mich sehr darüber gefreut, wie gesagt. Und amüsiert mich doch immer wieder. Und da ist nur, weil ich Tim Wiese und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Wiese ist und mähe euch alle um. Schön. Sind wir mal super Dropkick? Komischer, doch nicht. Ich würde sagen, komischer Kamerawinkel, aber es geht noch. Könnte ausgezählt werden. Ich wollte 6-9 machen, ne? Komm, dann beenden wir so das Match. Sollte machbar sein. Tut mir leid, dass ich ein bisschen Zeit gewonnen habe durch das Nachgucken. Aber was will man machen, ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber es hat sich doch gelohnt, oder nicht? Dann nochmal vielen herzlichen Dank. Und super Red Road Chanks. Ich habe schon wieder vergessen. Tut mir leid. Aber kreative Kommentare werden auch gelohnt. So ist das ja. Entweder mit einer Antwort von mir. Was für eine Ehre, eine Antwort von mir zu erhalten. Nein, aber ich bin wirklich unter der Auffassung. Nee, ich habe die Auffassung, dass ich möglichst zu vielen antwortwürdigen Kommentaren auch antworte. Und nicht auf so Sachen wie: Franz, wer ist dein Lieblingswrestler? Weil das habe ich schon so oft gelesen. Oder: Hey Franz, wie geht's? Schreib mich bitte niemals so an. Schreib bitte sofort, was ihr wollt. Ich kasse. Was ist da hier? So ein scheiß Chat. Ablauf, ne? So, Gorilla Press. Und dann machen wir jetzt gleich Folgendes. Wie können wir das denn ausführen? Wie sieht's bei ihm aus? 619, Frog Splash, stehen vom Gegner. Okay, alles klar. Dann machen wir L1. Hier, Staubbahn-Controller. So, los geht's. Ja, ja. Los geht's, würde ich einfach mal behaupten. 619 von Wiese! Six Wiese. Nee, das ist kein gutes Wortspiel. So, auf geht's. Cover direkt. Geht nicht, brauchen wir dafür eine Fähigkeit. Ich bin mir nicht sicher, aber wir machen erstmal. Cover, so. Und wir haben noch die volle Stamina fast. Guckt euch das an. Wir hatten noch die erste. Den ersten Abschnitt vom Stamina System her, vom Ausdauersystem her, das freut mich doch sehr. Schön. Gucken wir uns mal ein paar Replays an. Nice. Bada 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 bada. Boom! Und alles nur, wow, weil ich den Riese. Ah, was ein schönes Highlight. Aber schade, dass wir keine Pin-Kombo machen konnten, ne? Was wir mal machen. Wie gesagt, würde mich interessieren, was ihr zum Thema sagt mit Merchandise, ne? Ob ihr mit sowas rumrennen würdet oder ob ihr so bereit wärt für sowas 20 Euro auszugeben oder so, weil wenn, dann muss ja auch schon so ein Gewinngedanke für mich dahinter stecken, sonst macht es ja für mich keinen Sinn. Beziehungsweise sonst könnt ihr eure T-Shirts ja auch selber drucken mit irgendwelchen Motiven. Ich bin nämlich auch der Auffassung, wenn ich sowas machen möchte mit eigenen Motiven, dann will ich auch alle Motive online zur Verfügung stellen, sodass ihr euch selber irgendwas bedrucken könnt oder kreativ damit werden könnt, denn ich bin ein sehr großer Fan von so Systemen wie Creative Commons. 4,5 Sterne ist in Ordnung für mich. Und dann können wir erstmal gucken, was der SummerSlam sagt, wer da jetzt WWE-Champion geworden ist oder wer da retained hat oder was auch immer. Und dann geht's hoffentlich beim nächsten Mal los mit einer Storyline oder ist dann schon Night of Champions oder nochmal ein Tune-Up-Match. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe ihr ebenso. So. Roman Reigns sagt uns Folgendes und John Cena holt sich den Sieg. Was? John Cena besiegt Roman Reigns durch Pinfall um die WWE Championship. Ja, kann man halten, was man will davon.
Aber zu wem sagt denn hier Roman Reigns, wir sind hier, um zu bleiben und wir haben noch eine Rechnung mit einigen Superstars in der WWE offen? Sind wir damit gemein? Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt im Monat vom Pay-Per-View Night of Champions, der ja unser nächster Pay-Per-View ist. Und, oder welche? Ja, haut hin, ne? Und dann hoffe ich, dass sich irgendwie eine Storyline anmahnt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben, Adblock auszuschalten und in der Videobeschreibung kommt ihr zur nächsten Ausgabe, beziehungsweise auf meiner Facebook-Seite findet ihr über ganz oben die Infos, wann welche Episode kommt und wann welche Videos kommen, ne? Haut rein, tschüss, Freunde.